Flughafen John F. Kennedy. Ich bin noch keine 2 Minuten mit meinen Füßen auf amerikanischem Boden, schon gibt's Stress. Auspacken, umpacken. Alle haben mir gesagt, du musst ins gelbe Taxi, du musst Yellow Cab fahren. Davon, dass in die schicken Taxis kein Gepäck passt, keine Rede. 4-mal umschichten, alles im Halteverbot. Und am Ende ist die Rückbank auch noch voll. Erst einmal umgucken. So also sehen Amerikaner aus. Aha. Der hier ist in Afrika geboren, aber er ist Amerikaner, sagt er mir. Denn er glaubt an den amerikanischen Traum. Ich kannte die USA vom Fernsehen. Jeder will hierher. Jeder will sehen, wie man hier lebt. Und wenn du es hierher schaffst, so wie ich, dann willst du auch besser leben. Jeder will Amerikaner sein. Ist das so, will ich gerade fragen. Da kommt mir New York dazwischen. Guck mal vorne raus da. Guck mal. Ich glaub's nicht. Ich war noch nie in Amerika, aber hier in New York habe ich das Gefühl, ich wäre schon 100-mal da gewesen. Ist ja so wie in den Filmen. Hier sieht's aus wie bei Scorsese, da drüben sieht es aus wie bei Woody Allen und da unten wie bei Sergio Leone. Leider aber habe ich nur ein paar Stunden Zeit. Und ich würde gern noch die Freiheitsstatue sehen, also lande ich nicht wie alle Deutschen in den Jeansgeschäften, sondern im Hafenviertel. Von hier aus soll man die Freiheitsstatue angeblich am besten sehen. Von Feuerwehr hat niemand was gesagt. Das da drüben ist sicher nicht die Freiheitsstatue, sieht aber gut aus. Was machen die da eigentlich? Mal fragen. Wahrscheinlich ist das wieder ein Filmsternchen, das ich nicht kenne. Morning. Guten Morgen. Guten Morgen. Hi. Morgen. Hi. Stefan vom deutschen Fernsehen. Jana. Hi Jana, schön dich zu sehen. Darf ich euch fragen, was ihr hier tut? Wir machen ein Fotoshooting, denn ich will ein Star werden in einer Reality-Show, die heißt Gotham Girl. Okay, aber worum geht es? Das ist ein Schönheitswettbewerb zwischen Mädchen aus New York und Louisiana. Okay. Und du wirst den gewinnen, oder? Ja, ich werde das gewinnen. Dreht ihr auch eine Show? Nee, wir machen eine Doku über die USA. Wir sind hier nur zufällig vorbeigekommen. Fantastisch. Bitte sehr, der nächste amerikanische Traum, Filmstar werden. Und wieder eine Hafenecke, diesmal mit Blick auf, genau, die Freiheitsstatue. Geht doch. Ein letzter Blick auf New York und dann beginnt meine Reise einmal quer durch die ganze USA. Mal sehen, ob die Amerikaner wirklich spinnen. Memphis. Memphis ist die Hauptstadt des Blues. Das steht in jedem Reiseführer. Memphis, das ist aber auch die Stadt mit den meisten korpulenten Amerikanern. Das habe ich im US-Ernährungsbericht gelesen. Ja, so etwas lese ich. Nirgendwo gibt's angeblich so viele Dicke. Ein Blick in einem beliebigen Supermarkt zeigt, warum. Getränke ab 10 Liter, Mehl ab 10 Kilo, Eier ab 100 Stück. Draußen auf dem Parkplatz fühle ich mich schon zu klein für die paar Sonderangebote. Ja, Amerika ist extra large. Kein Wunder, dass hier viele Menschen auch extra large sind. Und weil sie vom US-Gesundheitssystem mit ihren Pfunden alleingelassen werden, kümmert sich Michael um sie. Der resolute Pastor in Weiß hat seine ganze Gemeinde zur Gymnastik zwangsverpflichtet. Einschließlich aller Schwergewichte und der Mitglieder des deutschen Fernsehens.
Jeden Samstag veranstaltet er solche Happenings, besonders für die Opfer von Chips und Cola. Und bei der fröhlichen Chaos-Gymnastik begreife ich zwei Sachen. Erstens, ich selbst sollte zu Hause dringend ein paar Koordinationsübungen machen. Und zweitens, es sieht so aus, als würde sich der US-Staat zu allerletzt um die Gesundheit kümmern. Und wenn es keinen Pastor Michael gäbe, säßen alle diese Leute zu Hause. Die Großen und die Kleinen. Wer den Chef treffen will, der muss schon aufs Volleyballfeld. Michael, sagen Sie, was ist die Grundidee bei Ihrem Programm? Das ist ganz einfach. Wir wollen, dass die Leute in unserer Gemeinde wieder ein Gefühl für Gesundheit und für Wellness bekommen. Geh für die Tür, mach was, geh in die Sonne, sitz nicht mit deinen Chipstüten zu Hause rum. Und du kannst dir das leisten, das Abnehmen. Das ist billig. Hula Hoop kostet $4, Volleyball, da brauchst du einen Ball, ein billiges Netz und ein bisschen Klebeband. Guck mal. Hier wird nichts sklavisch eng gesehen. Klar, es gibt vor allem gesundes, gedünstetes Gemüse. Aber für die harten Jungs und die schweren Mädels darf es auch schon mal ein bisschen Putenfleisch sein. Sonst, sagt Pastor Michael, kommen die am Ende gar nicht mehr. Das Dünstgemüse ist nämlich wirklich gewöhnungsbedürftig. Würden Sie sowas zu Hause essen? Nein. Was halten Sie davon, einfach mal Diät zu machen? Das müssen wir. Das müssen wir. Das müssen Sie? Die Nachfrage ist nicht unberechtigt bei dem, was meine Nachbarn so auf dem Teller haben. Motto, beim Sport zusehen ist auch schon gut für den Körper. Aber es geht fröhlich und menschenfreundlich zu. Und das kommt nicht von ungefähr, denn Michael ist ja Pastor und Prediger. Euer Körper ist der Tempel Gottes. Ihr dürft ihn nicht mit frittierten Hähnchen entweihen. Ob das wirklich so in der Bibel steht, darüber kann ich nicht nachdenken, denn schon reißt mich der Baptistengottesdienst mit. Merke, bei Gott und in der Musik spielt Gewicht keine Rolle mehr. Nächste Station, ein Kino am Stadtrand. Wir sind in Denver, Colorado, 1700 Kilometer weiter. Der Platz einer Tragödie, einer typisch amerikanischen Tragödie, wie mir scheint. Eine kleine Gedenkstätte mitten im Nichts erinnert an die 11 Opfer des Amoklaufs vom Juli 2012. Sind die amerikanischen Waffengesetze wirklich so irrsinnig, wie sie von Europa aus scheinen? Warum muss hier jeder Waffen haben? Wegen dieser Frage wollte ich unbedingt hierher nach Colorado. Denn es klingt unglaublich. Keine 10 Minuten von hier liegt die Columbine High School. Jahre vor dem Kinoattentat erschossen hier 2 Schüler 13 Menschen. Auf dem Campus erinnert nichts und niemand mehr an das Blutbad. Es ist, als habe man diese Erinnerung weggeätzt. So ein bisschen fassungslos macht mich das schon. Wie aber tickt dieses Denver? Sind hier nur Verrückte und Waffennarren unterwegs? Sollte es strengere Waffengesetze geben? Nein. Nein. Warum nicht? Warum soll man was ändern, was immer schon so war? Na, vielleicht weil Waffen Menschen töten? Das sind nicht die Waffen, die Leute umbringen, das sind die Menschen. Mein Mann ist Jäger, der hat haufenweise Gewehre und Munition. Ich glaube nicht, dass das schlecht ist. Was sagen Sie zur Columbine High School oder dem Massaker im Kino? Das sind unglückliche Unfälle. So etwas wird immer wieder passieren. Wenn mehr Leute Waffen legal mit sich tragen könnten, würde so etwas nicht so oft passieren. Habe ich Sie richtig verstanden? Sie sagen, wenn mehr Leute Waffen hätten, hätte es das Aurora-Massaker nie gegeben?
Können Sie mir das nochmal erklären? Na, dann hätten doch so Attentäter mehr Angst herumzuballern, weil sie wissen, es sitzen im Kino dann Leute, die zurückschießen. Ganz legal. Das muss man sich mal reinziehen. Mehr Waffen machen also die Welt sicherer. Nicht umgekehrt. Vielleicht verstehe ich das einfach deswegen nicht, weil ich noch nie eine besessen habe. Ich beschließe also, eine Waffe zu kaufen. Erste Überraschung, das geht schon einmal verdammt einfach. Klar, ich bin Ausländer, aber die Bestätigung, dass Kollege Jürgen in New York gemeldet ist, genügt zum Kaufen eines Colts. Irre. Zweite Überraschung, der Laden American Guns ist nicht irgendein Geschäft. Besitzer Rich ist Star einer US-Serie, die sich nur um Waffen dreht. Augenscheinlich ein Quotenhit. Ich selbst fühle mich bei Rich wie ein Alien. Ein seltsames Wesen aus einer fremden Welt. Jemand, der noch nie einen Colt in der Hand hatte. Mhm. Das ist ein amerikanisches Fabrikat. Das ist Ihnen doch sicher wichtig. Hier haben wir noch einen Gürtelhalter dran gebaut. Da können Sie es hier an die Hose machen. Dann können Sie das rumtragen. Aber ist das nicht gefährlich, wenn die losgeht? Nein, das ist nicht gefährlich. Klar, ein echter Mann läuft natürlich mit drei Waffen am Körper rum. Die Frage nach einem Schuss in den Knöchel oder Selbstkastration hält Rich für lächerlich. Das gibt sie schon, meint er. Ich soll einfach mal den neuen Revolver ausprobieren, dann würde ich nicht mehr so rumzicken. Fire in the hole! You ready? Isn't this great? Do you feel like fühlen Sie sich wie John Wayne oder so? Ich weiß nicht. Okay, das gibt einen Rückstoß, aber drück einfach ab. Was denken Sie? Coole Sache. Das ist wie im Film. Ich lerne, man kriegt beim Schießen ordentlich Adrenalin in den Körper. Super Gefühl. Die Frage ist nur, ob man deswegen gleich alle Waffen freigeben muss. Wenn ich mit einem Auto in eine Menge von Fußballfans hineinrase und wenn ich 100 Leute umbringe, würde dann irgendjemand Autos abschaffen wollen? Aber Autos sind prinzipiell keine Waffe. Autos werden auch nicht gebaut, um jemanden umzubringen. Das hier ist eine Waffe. Mit der könnten Sie... Aber wenn Sie jetzt einen Kugelschreiber nehmen und mir ins Auge rammen, dann frage ich nicht, wofür das gebaut wurde. Dann ist mir das egal. Ich trage eine Waffe. Ich muss gar nicht erst das Kämpfen anfangen. Erst mit der Waffe kann ich frei entscheiden. Das Tolle an der Waffe ist, dass sie uns frei macht. Und wenn sie uns die Waffen wegnehmen, dann ist das kein freies Land mehr. So richtig überzeugend finde ich das nicht. Nach der Logik von Rich ist Deutschland also kein freies Land, weil bei uns keiner mit Waffen rumlaufen darf. Da muss ich erst einmal drüber nachdenken. Colorado ist riesig und vor allem leer. Und da, wo wirklich gar nichts mehr ist, wohnt Dave auf seiner Ranch. Dass er mir einen Kindheitstraum erfüllen wird, kann ich noch nicht ahnen. Dave ist ein Phänomen. Das erste, was er mir zeigt, ist sein Trophäenraum, Giraffenhälse und Krokodilhäute. Das geht eigentlich überhaupt nicht. Mein Problem mit Dave, ich finde ihn sofort sympathisch. Mit Waffen hat er überhaupt keine Schwierigkeiten. Und als ich ihm erzähle, dass ich die Waffengesetze nicht verstehe, bekomme ich eine Flinte über die Schulter. Ein Gewehr gehört raus ins Gelände, meint Dave. Ich selbst fremdle immer noch mit den Schusswaffen. Vielleicht schießen Sie zuerst. Ah, nee, ich muss da drüben mal nachsehen. Okay, das Bild ist cool. Wenn das hier so steht, heißt das, die Waffe ist gesichert. Da passiert nichts. Um zu schießen, schieben Sie das vorwärts. Jetzt ist die Waffe entsichert. Bereit? Dave hat das Schießen schon als Kind gelernt. Seine Familie ist seit Generationen hier.
Und so bringt ihr mir nicht nur die richtige Haltung bei, sondern auch noch gleich ein paar nützliche Tricks dazu. Mit Erfolg. So you don't have to worry about that. Good. But you bring it, kind of step in. Got it. No, wait, you're still hot. You're still alive. Great shot. Und dann schieße ich Pazifist auf Tonscheiben und habe auch noch Spaß daran. Dave hat recht. Hier draußen in der Prärie fühlt sich ein Gewehr lang nicht so deplatziert an wie in der Stadt. Der Hausherr ist von meinen Schießversuchen begeistert und rüstet mich erst einmal richtig aus. Ein Stetson. Jetzt sehe ich aus wie George W. Bush und fühle mich trotzdem gut. Und dann, auf der Fahrt, erzählt Dave mir, warum er immer Waffen trägt. Die Räuber sind damals zu meiner Schwester rübergefahren. Sie haben sie aus dem Haus geholt und ermordet. Das heißt, hier draußen braucht man Waffen zur Selbstverteidigung? Du kannst dir immer einreden, jeder Mensch wäre gut. Aber dem ist nicht so. Das ging damals so schnell und schon war es passiert. Und dann sagst du, oh, alles nochmal von vorn. Aber das geht nicht, das ist zu spät. Seither, sagt Dave, trügen auch die Frauen auf der Ranch ständig Waffen. Die Polizei käme im Zweifelsfall einen Tag zu spät. Ganz klar, bei den Entfernungen. Überhaupt fühlt sich das hier wie ein vollständig anderes Land an hier draußen. Der weite Westen, Daves Rinderherde und dann Bilder, bei denen man seinen Augen nicht traut. Dave geht mal schnell mit seinem Sohn ein Pferd einfangen. So habe ich mir schon als Kind Amerika vorgestellt. Man kommt in eine fast andachtsvolle Stimmung. Erstaunlicherweise geht es Dave genauso. Und er lebt doch hier. Out here, it's nothing but, you know, God's creation. And hier draußen gibt es nur Gottes Schöpfung. Du kannst hier den Frieden, die Freude und die Zufriedenheit spüren, die er dir gibt. Das ist Freiheit, würde ich sagen. Die Freiheit des offenen Landes. Als die USA gegründet wurden, haben wir hier draußen eine Chance gehabt, der Verfolgung zu entgehen. Vorher haben die Engländer uns gesagt, was wir machen sollten. Die Gründungsväter waren so genial, dieses Gefühl auch in die Verfassung aufzunehmen. Diese Freiheit. Damit haben sie ein Land geschaffen, das Beste, das es je gab. Würden Sie sagen, es ist immer noch das beste Land auf Erden? Oh ja. Ja. Es ist es. Da habe ich keinen Zweifel dran. Ich war kaum je in anderen Ländern und ich kann mir vorstellen, dass sie großartig sind. Wenn Sie mir sagen, Ihr Land ist das Beste, stört mich das nicht, aber hier, sehen Sie mal, es ist einfach das Größte. Dave, vielen herzlichen Dank. Jetzt müssen wir so machen und so. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich habe es auch erst im Fernsehen gesehen. Arizona, meine vorletzte Station. Hier ist es vor allem eins, heiß. Der Rand der USA, über 3000 Kilometer lang, die Grenze nach Mexiko. Hier bin ich, weil ich wissen will, was die USA, das Land der Einwanderer, eigentlich gegen neue Einwanderer hat. Die Grenzstadt Nogales. Hier hat man vehement etwas gegen Einwanderer. Überall im Ort Grenzpatrouillen, sogar auf Fahrrädern. Und als ich ankomme, traue ich zuerst meinen Augen nicht. Mitten in der Stadt ein rostiger Zaun, wie der Rückenkamm einer riesigen Reptilie. Nogales ist in der Mitte von der Grenze zerschnitten, wie Berlin im Kalten Krieg.
Er glaubt nicht an den Zaun. Glenn hält ihn für Quatsch und die Grenzpatrouillen für Weicheier. Glenn kennt ja jeder. Er ist Rentner und sichert Amerika gegen die mexikanische Invasion. Ein Idealist mit einem eigenen Grenzalarmsystem. Die Amerikaner wollen, dass die Grenze verteidigt wird. Der Kongress sagt das auch, aber die machen das hier nicht richtig. Und ich will wissen, warum, und es den Amerikanern sagen. Glauben Sie wirklich, dass Sie allein die ganze Flut an Einwanderern stoppen können? Natürlich, ich bin Superman. So ganz lustig ist das nicht gemeint, denn Glenn hat hunderttausende US-Dollars in sein neues Grenzkontrollsystem gesteckt. Und damit niemand an seiner Entschlossenheit zweifelt, lebt er sogar selbst direkt am Zaun. Können Sie die Mexikaner da drüben nicht verstehen? Würden Sie nicht auch in die USA kommen wollen, wenn Sie Mexikaner wären, hätten eine Familie und würden dort $5 verdienen und hier 50? Dann lassen Sie uns über Bangladesch reden. Da ist es ja noch schlimmer. Sollen wir die in Schiffen hierher verfrachten? Die ganze Welt ist voll mit Leuten, die in die USA wollen. Wenn wir das nicht stoppen, werden wir vernichtet. Ich fange vor meiner Haustür an in Mexiko, weil ich glaube, wir können das Problem lösen. Amerika muss verteidigt werden und deswegen hat Glenn ein einzigartiges Überwachungssystem entworfen mit Bodensensoren. Ich und zwei Freunde von Glenn dürfen das testen. Zu Deutsch, wir spielen die bösen Mexikaner, die über die Grenze wollen. Doch halt, zurück! Einspruch von Glenn, damit das System sich einpegeln kann, muss man vor Betreten des Geländes erst einmal 2 Minuten stillhalten. Also halten wir still. Ob das den Mexikanern auch mal jemand gesagt hat? Leider funktioniert das Anti-Latino-System noch nicht einmal im dritten Anlauf. Wir laufen nach vorne, nichts passiert. Kommando, wir laufen zurück. Nichts passiert. Wenn das Amerika schützen soll, dann ist Amerika verloren. Das war meine Schuld. Ich hätte euch 400 Meter weiterlaufen lassen sollen. Wäret ihr hier nach vorn gekommen, wäre das System losgegangen. Ich habe euch wieder und wieder von vorn loslegen lassen. Das war falsch. Das System hat funktioniert. So ganz überzeugend klingt das noch nicht einmal für ihn selbst. Aber, meint Glenn, im Zweifelsfall würde er jeden flüchtenden Mexikaner mit seinem Flugzeug bekommen. Da oben ließ er sich eigentlich über die Welt nachdenken, aber Glenn sucht nur nach Mexikanern. Er ist vollständig mit Landesverteidigung beschäftigt. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, was passiert wäre, wenn Sie auf der anderen Seite der Grenze aufgewachsen wären? Jemals drüber nachgedacht? Das ist ein wunderschönes Land. Wunderschön. Mexiko? Ja. Tolle Strände, tolles Essen, mit wunderschönen Frauen. Aber arm. Ja. Glauben Sie nicht, dass wir beide einfach Glück gehabt haben, dass wir in so reichen Ländern wie den USA oder Deutschland aufgewachsen sind? Glück gehabt? Wieso? Ich bin da geboren, das ist eben so. Die anderen haben eben Pech gehabt und Deutsche und Amerikaner eben Glück. Da verteidigt dieser alte Mann die Grenze zwischen Glück gehabt und Pech gehabt. Wie tragisch, denke ich, aber auch wie amerikanisch. Und dann San Francisco. 6 Uhr morgens, so sehe ich auch aus. Bei der Durchfahrt erinnere ich mich an die letzte Großstadt, New York, vor 2 Wochen. Aber dies hier ist etwas vollständig anderes. Eine Stadt, in der die Leute kreuz und quer durch die Rabatten fahren und ihre Tage augenscheinlich in Straßenbahnen verbringen.
Wer in San Francisco arbeitet, steht stundenlang im Stau. Alle wollen morgens in das gesegnete Silicon Valley. Keine Maut hält sie ab, kein Stop and Go. Denn hier draußen sind die hipsten Arbeitsplätze der Welt und die will ich mir gerne mal ansehen. Anybots zum Beispiel, die im Moment angesagteste Firma. Weil hier augenscheinlich keiner Konferenzen mag, haben sich die Herren hier einfach einen Konferenz-Stellvertreter-Roboter ausgedacht. Hallo Bill, schön dich zu sehen. Hallo. Komm hier rüber, Thomas. Wir haben eine Dreierkonferenz hier. Was soll ich hier? Erzähl uns ein bisschen, was du gerade tust und Bill hier will, dass ihr ein bisschen schneller arbeitet. Das muss sich doch bescheuert anfühlen, so miteinander zu sprechen, oder? Ich mache einen kleinen Selbstversuch. So, meine Damen und Herren, stellen wir sich im Silicon Valley die Zukunft der Arbeit vor. Ich könnte also quasi jetzt zu meinem Chef in die Konferenz gehen. Dann hätte ich irgendwie Freizeit und könnte draußen im Kaffee sitzen. Oder in einem Auto neben einer Einkaufsstraße. Ich habe die Bastler-Jungs überreden können, den Versuch im richtigen Leben zu machen. Achtung, hier komme ich, beziehungsweise mein Stellvertreter. Hallo, wie geht's? Hi, wie geht es Ihnen? Mir geht's super. Kann ich einen Motor auf die Hand haben? Ich glaube nicht. Sie wollen mir ja gar nichts verkaufen. Nein, ich bin ja nur Kunde. Beim Flirten dagegen ist der Roboter erstaunlich hilfreich. Hallo, wie geht's dir heute? Hallo, gut. Du kannst mit mir reden. Kannst du mich sehen? Ja. Du hast sehr schöne Augen. Oh, danke. Du siehst aus wie ein Schneemann. Schneemann. Gut, nicht unbedingt das Kompliment, das man hören will. Und bis zur Handynummer hat es dann auch nicht gelangt. Aber ernsthaft, vielleicht sind die Roboter doch nicht nur ein lustiger Gag. Vor wenigen Jahren, denke ich, fanden die Leute eine Idee wie Facebook auch albern. Vor 2 Wochen dachte ich übrigens, in Kalifornien gäbe es keinen Nebel. 2 Wochen USA. Und wen habe ich nicht alles getroffen? Taxifahrer, Pastoren, Cowboys, Landesverteidiger und. Was bleibt am Ende? Vielleicht das. Die USA sind ein Land, das an der Oberfläche sehr bekannt aussieht. Die Amerikaner spinnen nicht, aber die Menschen ticken hier komplett anders als in Europa. Freundlicher, konservativer, verrückter. Vieles ist mir immer noch fremd. Aber